Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Saxonia 2.0. Genau, wir sind in Folge 151. Ich fange gerade wieder frisch an, was aufzunehmen, wie ihr seht. Deswegen werden wir hier einmal schön durchskippen, wo oder wie wir weshalb gelandet sind. Da sind wir schon LKWs. Das läuft auch alles. Und ich muss noch mal was kontrollieren dann gleich. Erstmal machen wir das gute Stück hier wieder an. So. Okay, der wartet, das ist gut. Da fahren wir gleich kurz mit ihm hier rum. Lade gleich ab und dann skippen wir von dort aus weiter. Das geht alles. So. Ja, Hafer. Hafer ist für den Verkauf. So simpel ist es. Und wir müssen natürlich erstmal sehen, dass wir hier den Spaß hier vom Feld kriegen, damit wir mit unseren anderen Sachen weitermachen können, logischerweise. Was kriegen wir alles hin? Ja, abtacken ist auch geil, ne? Abtanken bei den Größenordnungen. Der Drescher jetzt dauert natürlich immer ein Sekündchen, dann zugestehen. Wir können auch nochmal gucken, wo wir mit dem Hafer am besten hin können. So, wir müssen jetzt nur sehen, dass wir aus dem Weg fahren, weil er wendet natürlich gleich, deswegen musste ich hier aber warten. Ich hüpfe einmal in ihm hier rein wieder. Begründung ist ganz einfach, ich war von ihm auch losgehüpft, damit ich auch mal zu den richtigen Fahrzeugen komme. Ne? Er hier zum Beispiel ist auch voll, das ist sehr schön. Ich mache den Helfer hier an. Aber der LKW stand hier vorne, dann flitzen wir ihn fix hin. Lass die Erntemaschinen erstmal laufen. Ne? Ich muss mal gucken, kann sein, dass ich gleich die Aufnahmesession noch einmal unterbreche, aber ich müsste normalerweise mit der aktuellen Autodrive-Version, die ich jetzt drauf habe, und den aktuellen neuen Strecken für die 2.0 eigentlich wieder ein funktionierendes Autodrive haben. Das Einzige, was da nicht drauf sein sollte, dann ist natürlich meine kleine Wasserstrecke. Da muss ich mal gucken, ob ich die neu baue, weil momentan brauchen wir sie gar nicht so unbedingt, weil wir eigentlich Kalk ohne Ende haben eigentlich gerade. Deswegen müssen wir mal gucken. So, der kann hier stehen bleiben, das ist gut. Ich hüpfe hier wieder rein, weil da war ich zuletzt. So, er ist auch fertig, das ist schön. Auch hier rennen wir raus. Das hier ist Weizen, ne? Das geht ja in die Mälzerei und in die Mühle sozusagen. Hier war vielleicht auch ein Stückchen mehr zu laufen, aber ja, wir kriegen das alles hin. Das ist einer der Gründe, warum ich halt Aufnahmeblöcke mache. Ne? Damit ich nicht bei jeder Folge erst hier 10 Minuten rumrenne und den ganzen Kram wieder anmache. Das habt ihr halt dann mal in einer Folge von 3, 4, 5, 6, 7, je nachdem, wie es gerade bei mir hinkommt, zeitlich. Und dann haben wir auch keinen Stress mit. Ne? Weil die Sämaschine, seht ihr selber, die holt so langsam ihn hier ein. Und das ist natürlich dann schwierig, weil die habe ich gerade eben ja schon gestartet. Aber der Vorteil ist, die hat noch ein, zwei Bahnen, bevor sie in seiner Nähe ist. Deswegen passt das. Aber wir müssen sie auf jeden Fall bremsen. So, hier fahren wir fix drunter. Weil die hier sind auch bald alles schon wieder so weit, dass wir sie abtanken müssen. Ne? 18.000 Liter hier oben drauf ist eigentlich, ich muss los sozusagen. Aber zur Mälzerei ist es ja zum Glück auch nicht weit. Und das war jetzt die dritte Erntemaschine, die wir anmachen mussten. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendeinen Dünger oder irgendeinen Kalker an? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Sämaschine läuft und die drei Ernter laufen, damit ist das eigentlich soweit schon mal okay. So, er ist auch fertig, sehr schön. Da haben wir noch einen Liter ins Fahrerhaus geschüttet, auch nett.
ja, fast voll, ne? Aber ihn dann abzufahren, wenn er nur noch. Also jetzt nochmal zu warten mit dem Abtanken, sag ich mal, bis er hier die letzten 3.500 Liter da aufnehmen kann oder was das sind. Und dann losfahren, das steht er zu lange. Ne? Deswegen fahren wir jetzt los. Wie gesagt, die Seemaschine, die müssen wir eh eine Runde ausmachen. Wir haben Glück, dass wir jetzt nach rechts abbiegen von hier aus, weil links ist ja der Blitzer. Und wir haben auch links von der Ausfahrt von unserem Hofen Blitzer. Das sind die beiden Blitzer, von denen ich weiß. Oh, wow, hier Shaker hier durch die Gegend. Erstmal gucken, wo er hier hinfährt. Er fährt bestimmt gerade rüber, ohne zu gucken, sag ich doch. Gut, dass wir fast vorbildlich fahren. Auch nur fast, ne? So, ja, das sieht doch ganz so schlecht aus. Ja, PKW, was ist los hier? Bisschen in Schwung kommen, will ich dich nicht mehr überholen, bevor ich abbiege. Ah, geht ja. So, ja, Melzerei müssen wir hier hinten durch. Ich glaube, der ist auch wieder ziemlich weit hinten gewesen. So. Ich kann den Deckel schon mal wieder aufmachen. Ist ja gleich nichts mehr da, was du hier gegen wehen kann, weil wir laden es ja gerade in die Mälzerei. Punkt an der Geschichte ist, die Mälzerei braucht natürlich ein Momentchen, bis sie soweit ist. Zum Glück haben wir die ja mit als erstes angemacht, dass das einigermaßen läuft. So, jetzt fahren wir erstmal ihn hier wieder zurück. Dann steige ich wieder in den Drescher ein von ihm und dann schauen wir mal. Da sind gleich zwei solche Schlafmützen. Das geht so nicht, da müssen wir dran vorbei. Ja, da wird schon wieder gesagt, der nächste volle Korntank. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir auch. Das Überholen lohnt nicht mehr. Wir müssen natürlich sehen, dass wir auch noch den Holzpfad weitermachen. Wir haben natürlich Brennstoff reingepackt gehabt, weil wir ja Bäume gehäckselt haben, aber. Ja, noch hat die Sämaschine ein bisschen, würde ich sagen. Wo sie ihn eingeholt hat. Ich fahre jetzt hier einmal so ein bisschen mittig mit. Was auch daran liegt, dass ich dann hier bin und hier wieder einsteigen kann. Weil hier war ich ja stehen geblieben beim Durchskippen. Ja, die Züge stehen. Dafür habe ich ja die Mod drin. Die ist auch in der Videobeschreibung der ersten Folge. Habe ich die Modliste ja dementsprechend erweitert gehabt. Ne? So, der Hackschnitzler-Part hier läuft. Wir haben einen LKW und den einen Traktor hier stehen, um das Ganze umzufüllen. Ja, das sieht alles gut aus. Und ich glaube, da sind wir schon wieder von vorne. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, wie sieht es denn sonst so aus? Ja, sorry fürs Rumräuspern. So, von dem guten Feld hier müssen wir auf jeden Fall Kalk draufsetzen. Das müssen wir auch auf die 3 machen. Die 2, da haben wir ja Gras drauf angesät, das ist okay. Und bei der 11 haben wir überhaupt noch nicht bei. Das ist die andere Geschichte. Ne? Die 3, wie gesagt, die ist ja noch im Wachstum, da können wir auch noch so gar nicht bei. Und dann können wir auch das Kalken
Ich weiß nicht, das Kalken können wir wahrscheinlich. Können wir das Kalken jetzt nachholen eigentlich? Das ist ja noch nicht mal in der ersten Wachstumsstufe gewesen, oder? Ich steige hier mal aus und renne mal kurz durch die Frucht. Komme ich hier überhaupt durch? Weiß ich nicht, sehen wir gleich sofort. Ist, glaube ich, ein Zaun oder so, ne? Oder? Nee, geht. Naja, Züge habe ich angehalten, brauche ich nicht gucken. Bevor die nächste Wachstumsstufe oder sowas kommt, müsste ich hier eigentlich kalken können, meine ich. Ihr seht ja, das ist unsere 3. 100% gedüngt, Unkraut ist hier nicht und gehört mir und hier fehlt Kalk. Dann können wir doch kalken, das ist okay. Skippen mal die Fahrzeuge durch. Wie sieht es mit dem Kollegen hier aus? Der holen wir noch mal ein bisschen was von dem guten Zeug hier nach. Oh, er ist schon wieder voll, okay. Ja, solange wir halt noch alle Fahrzeuge in der Ernte laufen haben, dauert das natürlich immer ein Momentchen. Vor allem, weil wir jetzt gleich uns erstmal noch einen Platz suchen müssen, wo wir den Hafer verkaufen. Weil mit der Ladung her ist er hier auch sozusagen voll, wenn man so möchte. Und sonst ja, können wir uns erst den Deutz nehmen und mit dem das Ganze machen. Ne? Haben wir auch kein Problem mit. Irgendwie funktioniert das auf jeden Fall. So, das hier fällt, hier musste ja auch gekalkt werden. Genau. Das muss auch noch gekalkt werden, ja? Okay. So, ja, er ist im theoretisch gesehen voll. Wir gucken erstmal, wie es denn aussieht überhaupt nach Preisen hier mit Hafer. Hafer, Hafer, Hafer. Das einmal schön sortieren. Fruchthandel. Der Fruchthandel, der dürfte relativ dicht dran sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da vorne ist er. Oh, Moment. Ist der Fruchthandel der Punkt, wo wir nicht abladen können? Oder ist das vielleicht geändert worden, korrigiert worden? Da müssen wir mal gucken. Wir fahren mal fix hin, weil es ist echt nur ein paar Meter entfernt von uns. Dann haben wir den Spaß schon gleich erledigt. Wir müssen nicht bedenken, die anderen beiden Drescher sind auch schon wieder voll. Wir müssen gleich die Sämaschine wahrscheinlich doch probeweise mal eine Runde anhalten, um zu gucken, ob wir da was machen können. So. Ja, ich fahre jetzt hier mal den Sicherheitsweg. So, hier darf ich offiziell langfahren. So. Hier darf ich auch offiziell rumfahren. Schon habe ich nirgends eine Abkürzung genommen. Fast gut. So, mal gucken, ob er mich hier irgendwo zum Abladen erkennt. Ne, da mache ich auch nicht viel Terz raus, hat er letztes Mal auch nicht. Dann gucken wir hier. Auf unter Erdfrüchte Getreide. Aber ihr seht selber, hier sind nicht die berühmten gelben Strichchen drum. Ne? Ja, das sieht nicht so schön aus, leider. Dann ist das nächste die Mühle. Verkaufspunkt Mühle. Können wir auch mitleben. Ist auch nicht weit weg. Was ich machen sollte, bevor ich hier auf die Straße rauffahre, ist wahrscheinlich erstmal die anderen Kollegen einmal abtanken. So, hier mache ich einfach mal den Helfer aus. So, und lassen hier immer schön stehen. Dann kriegen wir damit auch keinen Stress. So, der fährt schon wieder.
einmal fix abtanken. Ja, wie gesagt, ich kümmere mich dann drum und muss mal gucken, wie es dann läuft. Ich zwischen dem nächsten, also zwischen dieser und der nächsten Folge mal gucken, wie es um Autodrive steht. Und nicht nur das, sondern auch muss ich noch, glaube ich, die Längeneinstellungen dann machen bei der bei unserem Harvester für Holz. Oh, ich hätte hier schon eher losfahren müssen. Ah, fatal. Ich habe es nicht getan. Oh, das ist zum Glück auch dicht dran. Klappe zu und dann geht's los. Wir müssen zum Glück schon da vorne hin. Das ist natürlich fatal, sowas. Habe ich stumpf nicht auf die Bestände geachtet. Konnte ich nicht. Aber wie gesagt, er muss zum Glück hier nur einmal über die Brücke. Den grünen Streifen ignoriere ich mal kurz, kommt eh keiner. So, zum Abladen müssen wir einmal hier an die Fabrik vorbei, weil die Einfahrt ist auch von uns aus gesehen auf der Rückseite. Und dann haben wir schon. So. Ja, was soll ich noch sagen? Ich kann es ganz einfach sagen. Wir sind am Ende der Folge schon wieder. So schnell geht's. Ich muss mal gucken, was hier Hopfen ist jetzt. Mitte. Aha. So, viel Spaß raus. Ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich super. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.